gemacht mit den Frisuren? Nee, und so? Das war eine. Also gucken Sie sich die Sendung an. Ich wurde danach gefragt und ich habe geantwortet. Darf ich jetzt meinen Punkt auch machen? Weiß ich nicht. Sie sind generell gerne frauenfeindlich. Sie suchen sich immer wieder Frauen raus, beleidigen die doppelt und dreifach. Sie müssen immer wieder über die Figur von bestimmten Politikerinnen reden. Sie machen das seit Jahr und Tag. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Besonders interessant fand ich allerdings, dass Sie beim Aschermittwoch dann auch noch den weißen Frauen irgendwie besonders Prost sagen mussten. Das können Sie vielleicht auch noch mal erklären. Das kann ich Ihnen erklären. Das ist immer die Rede, wenn ich darf. Ja, natürlich. Das ist immer die Rede von den alten weißen Männern, die ja so immer so als das Schreckgespenst durch Deutschland getragen werden. Und dann wurden beim Aschermittwoch die alten weißen Männer gegrüßt von irgendeinem Redner. Und dann habe ich mich angeschlossen und habe gesagt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Wir begrüßen auch die weißen Frauen. Wo ist da das Problem? Das war eine Reaktion oder die Fortsetzung einer Begrüßung von einem Vorredner. Mhm. Ja, andere Fragen. Also manchmal spinnen Sie auch wieder was zusammen, Frau Müller. Kann das sein? Meine Frage war ein geschlossenes Weltbild.